Ja, hier ist er wieder, Ihr Geisterfahrer Silvano Tujach. Am letzten Sonntag im Juli. Jetzt schauen wir mal, wie der August wird. Ja, wir sind hier in Augsburg noch. Und zwar, viele kennen ja das Spektrum. Und vom Spektrum führt ja eine Straße rauf zum Kreisverkehr. Von wo es dann eben zur Stadt Neuss gehört. Aber das ist hier Augsburg. Und jetzt reden wir über schöne, schöne alte Zeiten. Hier war einmal, wie im Märchen, eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Straße. Zwei Spuren für die Autos, die nach Neuss fahren. Zwei Spuren für die Autos, die nach Augsburg fahren, wie sich's gehört. Und rechts und links ein wunderbarer Fahrradweg. Aber die Stadt Augsburg hat es gesagt, na, nix da. Für was haben wir unsere Bauarbeiter? Vielleicht haben wir haben doch unser Geld, wir müssen doch das irgendwie ausgeben. Und dann hat die Stadt Augsburg gesagt, Moment einmal, wir in Augsburg, wir sind progressiv, wir sind ja woke, wir sind klimakämpisch, Klima und wir sind die größten Fahrradfreunde. Also hat man praktisch jetzt, nimmt man jeweils eine Spur für die Autofahrer weg. Es gibt also bloß nur eine nach Neuss, eine nach Augsburg, aber dafür, das sehen Sie da drüben, einen 8 Meter breiten Fahrradstreifen. Und hier wird der Fahrradstreifen ungefähr 12 oder 13 Meter wahrscheinlich. Jetzt warum? Warum? Na klar, weil die Stadt sagt, wir Augsburger, wir sind ja ganz gut in Deutschland und wir sind die erste Fahrradstadt und wir sind die besten und klügsten Menschen und wir sind woke. Und wir haben jetzt gesagt, es kommen ja jetzt die Lastenfahrräder, die das Automobil über kurz oder lang vollkommen ablösen sollen, die Lastenfahrräder. Und da gibt es ja jetzt die Lastenfahrräder XL, also mit 6 Meter breite Kisten, wo dann ja, Vater und Mutter sitzen irgendwie als Tandem auf dem Fahrrad und vorne sind dann die 6 Kinder dann drin, ja, in dieser Kiste, 6 Meter breit. Und die brauchen natürlich dann auch einen 10 Meter breiten Fahrradstreifen, das ist ja ganz klar. Und dass die mehr Platz brauchen als ein Auto, da sagt die Augsburg, wir sind ja woke, wir sind Natur, Klimakämpf, hurra, hurra und so weiter. Also müssen wir das hier machen. Und jetzt haben sie auch noch gelesen, die Stadt Augsburg, dass die Beerdigungsinstitute auch auf Lastenfahrräder umsteigen wollen. Ja? Und weil diese Institute sagen, wir wollen ja auch nachhaltig sein, gell? Ganz klar. Also, wissen Sie, wenn Sie sich manchmal fragen, warum macht die Stadt solche katastrophale Entscheidungen, beschönigender Ausdruck, wissen Sie, es ist ganz einfach. Eine kommunale Verwaltung könnte intelligente Politik machen, könnte. Aber das würde ja Kreativität erfordern und Intelligenz vor allem, die da nur mit der Taschenlampe zu suchen ist. Und das Einfachste ist zu sagen, Baufirma, aufgraben, teeren, wegnehmen. Das ist das Einfachste, das kann im Grunde genommen jeder Hilfsschüler. Und das ist die Hauptaufgabe der Stadt Augsburg. Und ich sage schon seit 30 Jahren, was wir hier brauchen, ist einen, haben wir die Baustelle nötig, Referenten. Dankeschön.